Viel Freude daran haben, so an den Start zu gehen. Wenn man Medaillen gewinnt, es gibt ja auch ein paar Olympische Spiele. Auch das ist eine Sache, die uns sehr, sehr herzlich das zu unterstützen. Und die Familie Mengele in diesem Falle bei ihrer Leidenschaft zu unterstützen. Wollen wir da reinklatschen? Prost. Wollen wir da rein? Zur Musik etwas Horstwanderkeiter gehen wir an die Seite, damit wir Platz machen. Wir begrüßen zum einen Stefanie Weiß. Sie kann nur 5% sehen, ist also fast blind, hat einen eigenen Reitstall. Reitet aus Leidenschaft, ist bayerische Meisterin 2018 und 2019 Vizemeisterin geworden. Wir begrüßen Nora Christina Hamann, Pflegeberaterin und Trainerin im Leistungssport. Ein weiterer Fall vor 12 Jahren leitet sie an Koordinationsstörung in Armen und Beinen und trotzdem haben sie siegreich bei drei Sternen turniert. Eines Blick mit den Medaillen auf den deutschen Meisterschaften. Wir freuen uns über Sina Frank, Physiotherapeutin, momentan Ausbildung zum Pferd aus der Folter. Erfolgreich im S-Bereich bei Nicolina. Jürgen Schmidt ist dabei. Stark eingeschränkte Beweglichkeit am See, an der Hüfte aufgrund eines Fehlstands und eines Zuschauerfehlstands. In diesem Jahr nahm sie das erste Mal am Bayerischen Meisterschaften teil. Ihr Wert ist Lando, ein Oldenburger Baller. Norbert Gales, Nicole Schildfinger, Trainerin BSD, bei 8 bis 14 Jahren an Musik der Werbeaccess und hat seit dieser Zeit eine Halbseitenlähmung links. In diesem Jahr konnte sie erstmals bayerische Meisterin im Grade 4 plus 5 werden. Im Regelsport ist sie voll und ist das Geld erfolgreich. Und sie hat gesagt, dass sie in ihrer Stunde der Risiko quasi war. Hier wurden erste Mitarbeiter auf die Buche geschickt. Und Katrin Hermann, Tochter der Landestrainerin, Träger des deutschen Reiterzeichens. Sieg an den 19. Punkten der Schülerklasse und erfolgreich bis zum Sie sitzt auf Tito, einem inzwischen 18-jährigen Erfolgsmix,